Ja, ist es cool, so nach Feierabend mal hier in Lindau auf der Insel. Wir sind jetzt hier in so einem Laden, wo ich einfach sehr gern morgens meinen Espresso trinke. Gerade am Wochenende im Tropicool heißt es. Und das macht der Theo Kiapidis. Und das ist einfach so mein Geheimtipp. Okay, Geheimtipp. Einfach merken. Und das ist hier in Lindau. Wie heißt es hier? Schmiedgasse 16. Ja, Schmiedgasse 16. Sieht man. Ja, hier war mal früher eine Bäckerei drin. Und jetzt gibt es halt Crepe, Waffeln. Bubble Waffle, bla bla, keine Ahnung, was das ist. Ich bin ja eher der Gourmet und von daher dieses andere mag ich nicht so, aber gibt ja auch mit Hafermilch und so weiter. Und jetzt der Knaller, jetzt guck dir mal hier. Also in Zeiten der Inflation, wo gibt's denn sowas? Hä? Espresso, 1 Euro, also ist kein Fake, ist wirklich so, okay? Also da lohnt sich doch auch mal ein Weg von ein paar hundert Kilometern, einfach für Espresso, 1 Euro. Gibt's nicht nur in Italien, aber jetzt gucken wir mal, ob das wirklich so ist, okay? Also gehen wir mal rein. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hier ist schon wieder die Putzcrew am machen. Ja, wer ist denn hier? Markus, Theo, bist du's? Ja. Geil. Was macht denn das Ding hier? Habt ihr da sauber gemacht? Wir haben gerade Feierabend gemacht. Ach so, shit. Ja, boah. Wir hatten heute einen stressigen, erfolgreichen Tag. Ach was, wie? Jetzt sind wir gerade am Putzen. Ach so, ja. Kriege ich trotzdem einen Espresso? Aber selbstverständlich, Markus. Das ist ja geil, wow. Ich lege schnell mal den... Ja, also das mit dem Espresso 1 Euro ist kein Gag, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Du, das ist einfach unser Konzept. Ich fahre ja sehr gern nach Italien mit meiner Jessica und das Größte für uns ist, wenn wir dann am Brenner schon am Autogrill den ersten Espresso für einen Euro. Ja. Mittlerweile 1,20 Euro. Okay. Das ist ein hervorragender Espresso. Ja. Da haben wir uns gedacht, komm, jetzt machen wir mal einen Kaffee auf und bieten den Espresso auch für 1 Euro. Ah ja, und kommt das an? Super. Oder die Leute sind ein bisschen verdutzt, aber die meisten Leute, die reinkommen, das Erste, was sie sagen, ist ja wie in Italien. Und ach, das ist geil. Auch das, was wir ein bisschen vermitteln wollen. Ja. Wir möchten hier ein bisschen so südländisches Flair vermitteln. Ja. Wir sind ja hier am südlichsten Zipfel Bayerns, Deutschlands. Und das ist so der Anfang zum südlichen Flair in Lindau. Ah, cool. Und dann hätte ich jetzt gern so ein Teopresso. Geht genau. Das? Super. Teopresso, jawohl. Ja, also jetzt ohne Chili bitte. Ohne Chili, weil das ist sonst zu viel. Nee, heute ohne Chili. Ja, vielen Dank. Genau, jetzt mal die Lappen weg, weil die braucht man eh nicht. Und die Lappen tun wir weg. Markus, unseren Exoten kennst du ja bereits schon. Das unique. Das ist ein Franzose, oder? Französin. Eine Französin, genau. Ja, das ist ein Kaffee. Das Besondere an dieser Maschine ist folgendes. Die hat dieses Dosamat-Patent. Wir haben hier Magnetstifte drin. Ja, ja. Am Siebträger. Warte mal, ich muss mal näher hin, weil ich habe ja das Mikro dran bei mir, weißt du? Und ohne Mikro hört man dich ja nicht, okay. Also, wir haben hier eben die Magnetstifte drin. Okay. Somit kann die Maschine erkennen, dass jetzt hier ein Siebträger mit einem Zweierauslauf eingespannt wird. Das siehst du auch, die zeigt mir hier gleich die Zweier an. Okay. So, jetzt weiß die Maschine, ich lasse hier einen doppelten Espresso. Ja. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie jetzt hier verschiedene Knöpfe zu drücken. Ja, ja. Ich drücke immer nur diesen für einen Espresso raus. Okay. Und die Maschine weiß automatisch, ich mache das jetzt mal als Gegentest mit dem Einser. Ja. Einspannen. Zeigt er mir einen Okay. Einsatz, ne? Ja, wie bist du jetzt auf die Maschine gekommen? Die kennt ja Kai Sau. Die kennt Kai Sau. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht im Internet und habe dann eben diese Maschine. Erstens hat sie mir optisch sehr gut gefallen und zweitens fand ich dieses Dosamat-Patent sehr, sehr praktisch. Gerade wenn es schnell gehen muss oder wenn man Leute hat, die sich noch nicht so gut auskennen mit der Kaffeemaschine, ist das eigentlich eine relativ
ich sage mal, einfache Sachen. Ja, und so wie ich dich kenne, hast du günstig gekriegt, oder? Die habe ich günstig bekommen. yeah. Ja, und war auch sehr glücklich darüber. Und bis jetzt hat er gute Dienste geleistet. Aber jetzt lasse ich dir mal ein Espresso rauswarten. Ja, obergeil. Jetzt gucken wir mal. Jetzt wird hier markapisiert. Das ist die Markup NXD Extreme. Extreme deswegen, weil die ein bisschen mehr Leistung hat. Und Titanmalscheiben. Ja. Also ihr seht hier, der Einzelshot dauert nur 1,75 Sekunden. Der Double Shot braucht 2,8 Sekunden. Das ist eigentlich eine relativ schnelle Mühle. Ja, ja, super. So, jetzt lassen wir hier mal ein bisschen Kaffeemehl raus. Ich muss noch dazu sagen, alles, was ich hier mache, habe ich von Markus gelernt. Oh, weia, oh, weia. Jetzt spannen wir hier Siebträger okay. ein, Markus. Ja. Und drücken, egal ob es jetzt ein doppelter oder einfacher ist, die Maschine ist so eingestellt, dass wir immer nur diese kleine Espresso-Taste ja. drücken. Ne? Und jetzt siehst du, wie schön das schon hier aussieht. Ja. Ja. Und warum hast du jetzt den Kaffee von der Frankfurter Rösterei Gorilla? Ich habe im Internet viel gelesen über Barista-Wettbewerbe und habe dann immer wieder lesen müssen, dass eben dieser Gorilla-Kaffee bei diesen Barista-Wettbewerben genommen wird. Okay. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden. Ja. Schau mal. Ja. Jetzt können wir hier mal kurz reinschauen. Wunderschöne Crema. Das ist jetzt der Gorilla Delicato. Ne? Ist ein reiner Hochlandkaffee. Der wird über 2500 Meter in Afrika angebaut. Und es gibt da verschiedene, den Superbar. Der Delicato ist 80-20 gemischt. 80 Arabica, 20 Robusta Boni und ich finde, der schmeckt natürlich. Nur so viel robuster. Mhm. Aber was man sieht bei afrikanischen Bohnen, ist oftmals die Textur so ein bisschen hügelig. Das sieht man hier, wenn man so reinguckt. So ein kleines bisschen, aber jetzt probieren wir mal. So, in jedem Fall für mich obergeil, gerade so Samstagmorgen, Sonntagmorgen, wenn man keinen Bock hat, Silberkaffee zu trinken, stolper ich die Treppen runter und. Ja, geil. Ne, das ist halt so mein Geheimtipp. Wo gibt's das? Espresso 1 Euro und der schmeckt wirklich geil. Und da muss ich sagen, Theo, Kompliment. Da ist die Gier einfach nicht so groß. Nee, überhaupt nicht. Wow. Na, das ist einfach unsere Philosophie, unsere Leidenschaft. Wir wollen guten Kaffee für faire Preise. Hm. Und da ist der Espresso für 1 Euro. Ja. Geil. Das A und O. Ja, und da haben wir jetzt so 10 vor 7. In 5 Minuten hole ich so ein bisschen was ab. Mhm. Und in 10 Minuten sind wir dann beim Julian K. beim Essen, weißt du, da machen wir so ein kleines Osteressen fürs Team und so weiter. Und dann gibt es halt Austern mit Tralala. Aber jetzt so als Starter dachte ich mir, machen wir einfach ein kleines Video. Und super. Wer hier einen geilen Espresso will, der kommt hierher genau, zum Theo. Genau, ins Tropical Café auf der Insel Lindau. Yeah, okay, also, coole Nummer. Chaka, ciao. Ah, einen haben wir noch, ganz wichtig, also ist keine Werbung, okay, also das ist hier, das Ding mache ich unentgeltlich, ich will dafür keine Kohle, ich mache das einfach aus meinem Herzen heraus, weil es hier wirklich ein cooler Laden ist, wollte ich noch sagen, okay, also fuck the money und ja, lasst es euch gut gehen, ciao.